Ich habe ja im Sommer 2011 meine Ausstellung im Lentus gehabt, die gleichzeitig meine erste Zusammenarbeit mit einem Museum war. Und das war eine hervorragende Zusammenarbeit, an die ich auch immer wieder gerne zurückdenke. Vor allem deswegen, weil es ja wahrscheinlich in so einer großen Institution jetzt nicht unbedingt gegessen ist, dass die Leute, die da arbeiten, voller Enthusiasmus und voller Freude, Neugierde und auch Feuer dabei sind. Und sei das jetzt in meinem Fall, dass man Holz verkohlen muss und das quer durch das Museum schleppen muss und da aufbauen oder ein altes Bild aus der Sammlung nicht unbedingt fachgerecht aufhängen sollte oder ja, ein kleines Ökosystem mit Garnelen aufzuhängen mit der richtigen Lichtstärke etc. Also lauter so Dinge, die jetzt vielleicht nicht unbedingt alltäglich sind, aber das ist vielleicht oft so bei Kunst, dass genau diese Dinge dann aber auch eben so passieren, dass man das Gefühl hat als Künstler, dass es da ein Interesse gibt von der anderen Seite.